Es wird kein Land geben, in dem es keine Drogen gibt. Das wird immer so sein. Und deshalb ist es wichtig, ein Strafgesetz zu haben, das viele Leute von der Nutzung dieser Drogen, dieser Substanzen abhält. Fragen, hier kommt die erste. Sollten Drogen generell legal sein? Wenn ihr sagt, genau in die Richtung muss es gehen, dann bitte auf dem grünen Feld platzieren. Und wenn ihr sagt, totaler Quatsch, das geht gar nicht, dann bitte auf dem gelben Feld. Und bitte. Vielen Dank dafür. Jetzt wissen wir schon, wo ihr steht. Die Frage ist, wo steht ihr eigentlich? Cannabis wird ja in Deutschland demnächst mutmaßlich legalisiert. Das ist eine gute Nachricht nicht nur für Kiffer, sondern auch für diejenigen, die sowieso schon ein generelles Umdenken in der deutschen Drogenpolitik fordern. Drogen gehören generell legalisiert, sagen die einen. Also eben nicht nur Alkohol, Tabak und Cannabis, sondern auch die sogenannten harten Drogen. Kokain, Heroin, MDMA, LSD und wie sie alle heißen. Sie erhoffen sich dadurch weniger Kriminalität, mehr Qualität und Kontrolle und damit auch weniger Drogentote. Totale Quatschidee, sagen die anderen. Eine Legalisierung würde eher mehr als weniger Konsum bringen. Die gesellschaftlichen Folgen wären fatal. Uns geht's heute um die Frage, in welche Richtung wollen wir denn generell laufen? Und gibt es zwischen diesen beiden Gruppen Überschneidungen, vielleicht sogar einen Kompromiss? Also schaffe ich es, diese beiden Lager am Ende der Folge zusammenzubringen? Und jetzt erstmal die Frage an euch. Was haltet ihr von Legalisierung? Würdet ihr euch auf grün positionieren oder sagt ihr, nein, auf gar keinen Fall, dann bitte auf gelb? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Die Regeln sind ja relativ überschaubar. Wenn ihr der Gegenseite in einem Punkt zustimmt, dann könnt ihr einfach einen Schritt auf sie zugehen. Und wenn ihr sagt, eigentlich finde ich deine Meinung gar nicht so schlecht, aber in diesem Fall erzählst du wirklich Mist, dann könnt ihr auch einfach einen Schritt zurückgehen. Am Ende wäre es mein Ziel, dass möglichst viele von euch hier in der Mitte zusammenkommen und wir tatsächlich vielleicht so eine Art Kompromiss zusammendeichseln können. Soweit klar? Sehr gut, dann geht's los. Bevor wir gleich mitten in die Legalisierungs- oder Entkriminalisierungsdiskussion einsteigen, würde ich gerne mal von euch wissen, woher ihr kommt, wo ihr steht in Sachen Drogen. Und wir fangen mal bei Roman an mit Frage 2. Du hast knapp 20 Jahre konsumiert. Ich glaube, von A bis Omega hast du irgendwie fast alles durch. Was genau und warum eigentlich? Ja, gute Frage. Ich habe wie so viele Jugendliche in Deutschland zu Hause mich nicht so ganz wohl gefühlt. Habe bei meinem Großvater, der schwer alkoholkrank war, schon immer gesehen, dass man Sorgen mit Substanzen verdrängt. Und mit 12 habe ich dann die ersten Male zum Alkohol gegriffen. Und dann habe ich mit 13, 14 nach einem Familienstreit meinen Onkel bei sich in der Wohnung eine Tüte bauen sehen mit ein paar Kollegen. Und 10 Minuten später waren es die entspanntesten Menschen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und für mich als 13-Jähriger war klar, geil, die Zauberknolle, die will ich auch, damit ich den Stress des Alltages, den ich schon als 13-Jähriger hatte, nicht mehr habe. Und welche Drogen kamen danach? Ja, wie du schon gesagt hast, fast die komplette Palette. Ich bin Cannabisraucher gewesen, leidenschaftlich, habe Psilocybin konsumiert, mit 15, 16 Amphetamine, MDMA, also in Form von Ecstasy-Tabletten, LSD, mit 18 dann angefangen, Kokain zu konsumieren. Und es war schon einiges dabei. Ich weiß auch nicht mehr alles, aber so war es halt. Jetzt stehst du hier auf der grünen Seite. Man könnte ja nach deiner Lebensgeschichte, die du jetzt mal so ganz grob umrissen hast, denken, eigentlich müsstest du gegen eine Legalisierung sein. Warum stehst du trotzdem da? Weil es ein Trugschluss ist. Also ich habe es selbst erlebt und nur der offene Umgang mit den Substanzen ist meines Erachtens nach der richtige Weg, um Substanzgebrauchsstörungen vorzubeugen. Legalisierung ist am Ende Schutz von Menschen. Es ist humanitär. Wer gegen Leid ist, der muss eigentlich für eine Legalisierung sein. Denn die Prohibition, wie sie in den letzten 70 Jahren UN-weit und in den letzten 50 Jahren deutschlandweit stattgefunden hat, schafft nur Leid, Tote
und kranke Menschen. Da werden wir gleich natürlich nochmal tiefer einsteigen, aber ich würde gerne mal Sophia ins Spiel holen. Du hast auch eine Drogengeschichte hinter dir. Ja, richtig. Magst du uns auch kurz teilhaben lassen, was dir widerfahren ist? Mein Name ist Sophia und ich bin süchtig. Genau, der Einstieg mit 13, danach die nächsten harten Drogen. Ich hatte auch eine schlechte Kindheit. So. Das war mein Mittel, um Schmerz nicht zu fühlen, für den ich nicht bereit war. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das hätte ich nicht angefangen, Drogen zu nehmen, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr stehen. Dennoch bin ich ganz klar gegen die Legalisierung. Eine Legalisierung würde für mich bedeuten, dass es sich eher verbreitet und die Hemmschwelle niedriger ist, Drogen zu konsumieren. Jetzt habt ihr beide Erfahrungen geschildert, die ganz interessanterweise eine Parallele haben. Also ihr habt beide gesagt, das hat was mit Vorgeschichte zu tun, vielleicht auch mit Traumata, mit so einer Art Selbstmedikation, wenn man das so will. Thomas, wie erlebst du das? Du arbeitest ja mit Heroinabhängigen zusammen. Gibt es da diese Parallele bei vielen Drogenabhängigen? Na, bei mir kommen ja diejenigen an, die sozusagen dann abhängig werden, also die oder schwer abhängig werden, nicht die Gelegenheitskonsumenten, die sehe ich ja gar nicht. Und da ist schon eine Gemeinsamkeit, das eint alle, die sogenannte schwere Kindheit. Und das kann man eigentlich ganz einfach erklären, zum Beispiel Heroin wirkt so, dass es einem Wärme, Geborgenheit und Sicherheit gibt. Wenn ich eine schwere Kindheit habe, die mit einem unberechenbaren, cholerischen, alkoholkranken Vater oder Traumatisierung, Missbrauch einherging, dann bin ich natürlich empfänglich für solche Substanzwirkungen. Und dann sage ich immer, die Leute, die abhängig werden, die sind irgendwie angewiesen erstmal auf eine Wirkung, weil sie dadurch besser durchs Leben kommen. Also wie eine Medikation, das wäre dann sozusagen die Selbstmedikationshypothese. Ich finde, das ist eigentlich keine Hypothese, so von der Evidenz her ist es eigentlich klar. Aber das ist tatsächlich was, was ich dann sozusagen in der Endstrecke sehe. Mir liegt das Thema persönlich sehr am Herzen. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen. Ich habe gesehen, wie ungerecht das ist, wenn man Menschen kriminalisiert, die eigentlich krank sind und sozusagen von der Substanz profitieren. Und deswegen stehe ich heute hier, um eine Lanze zu brechen für die Menschen, die unter den jetzigen Bedingungen, also sprich der Kriminalisierung, leiden. Anne arbeitet auch mit Suchtkranken, steht aber auf der gelben Seite. Erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Perspektive, wie hat sich das denn vielleicht in den letzten Jahren auch verändert, der gesellschaftliche Blick auf Drogen? Was erlebst du? Also ich erlebe es gerade so im Bereich der jungen Erwachsenen und der Jugendlichen so, dass das Drogennehmen viel mehr so zum Alltag dazugehört. Und ich finde es ganz schwierig, wenn wir über sowas sprechen wie Selbstmedikation. Ja? Natürlich, wir sehen das an den Geschichten. Ich sehe das auch in den Geschichten meiner Patienten. Ganz häufig sind es eben die schwierigen Kindheiten. Es gibt noch zusätzlich genetische Belastungen. Aber müssen wir da nicht woanders ansetzen? Müssen wir da nicht schauen, wie können wir diesen Kindern und diesen Betroffenen anders helfen, als das, dass wir sagen, okay, wir legalisieren Drogen, damit sie sich selbst medizieren können? Müssen wir ihnen nicht eine bessere Medikation für sich selbst anbieten? Und müssen wir ihnen nicht mehr Therapie anbieten? Ist das nicht der Weg, den wir gehen müssen? Aus meiner Sicht sollten Drogen nicht legalisiert werden, weil Drogen per se uns Menschen alle in eine sehr schwierige Situation bringen können, Abhängigkeiten erzeugen können und damit vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene längerfristig gefährden können, mit schwerwiegenden sozialen und körperlichen gesundheitlichen Folgen. Natürlich hat jeder das Recht, sich selbst zu bestimmen. Aber wenn wir den Zugang zu wirklich gefährlichen Substanzen wie beispielsweise Heroin ganz legal, sehr frei machen, dann haben wir auch ganz viele, die auf der Strecke bleiben, weil sie die Gefährlichkeit dieser Substanz gar nicht einschätzen können. Und wir sehen es ja sogar an Patienten, die schon eine lange Drogengeschichte hinter sich haben, die dann einen Entzug gemacht haben und danach wieder rückfällig werden. Auch da gibt es ganz häufig den sogenannten goldenen Schuss, weil sie nämlich überschätzt haben, dass sie jetzt wieder eine Toleranz entwickelt haben und dass sie jetzt nicht mehr in der Lage sind, die gleiche Menge, die sie vorher vertragen haben, jetzt weiter zu vertragen. Also wir sehen, wir haben viel zu wenig
fundiertes Wissen in der Gesellschaft und bei den Konsumenten, dass wir diese Freigabe haben, dass wir salopp gesagt im Supermarkt neben der Schokolade jetzt irgendwelche Drogen hinlegen könnten. Das ist doch, aber das will doch kein Mensch. Ja, da kommen wir gleich. Aber es geht ja tatsächlich um die Sichtweise. Du sagst, wir haben zu wenig fundiertes Wissen über Drogen. Da würdest du, Andrea, wahrscheinlich zustimmen, nehme ich mal an, auch wenn du nicht nach vorne gegangen bist. Du sagst ja sogar, du würdest gar nicht die Unterscheidung treffen wollen zwischen harten und weichen Drogen. Warum nicht? Also erstmal würde ich nicht sagen, dass wir nicht ausreichend Evidenz haben. Wir haben mehrere Jahrzehnte, fast also Jahrhunderte Drogenprohibition. Wir wissen, dass das nicht funktioniert hat oder nicht funktioniert, dass mehr Menschen darunter leiden, darunter sterben, als wir ihnen tatsächlich helfen können. Und zum Thema harte und weiche Drogen, das ist meiner Meinung nach auch wissenschaftlich belegt, dass das totaler Quatsch ist. Es gibt riskante und weniger riskante Gebrauchsmuster. So, und wenn ich jetzt eine Person bin, die in der Kindheit oder in der Jugend gelernt hat, dass Alkohol der Stresslöser ist, statt Sport oder Austausch, oder ich baue meinen Stress irgendwie anders ab, dann ist das Problem und nicht die Substanz, die verfügbar ist. Meiner Meinung nach sollten alle Drogen legal sein, weil Gesundheitspolitik nichts im Strafgesetzbuch verloren hat und die letzten Jahre der Prohibition uns gezeigt haben, dass es keine Verbesserung gab, eher eine Verschlechterung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir einen vernünftigen, sachlichen Umgang mit der Thematik finden und uns wegbewegen von der Ideologie der letzten Jahre. Das heißt, Heroin ist gar nicht gefährlicher als Cannabis? Das würde ich so nicht sagen. Ich würde halt gerne einfach unterscheiden zwischen der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Es wurde ja vorhin halt auch schon gesagt, dass Heroin einfach eine Substanz ist, die insbesondere für schwer traumatisierte Menschen einfach passend ist. Und hier Stichwort Drogentote. In den letzten 20 Jahren hat sich nichts getan, außer dass die Zahlen jetzt wieder steigen. Also ich sehe keinen Fortschritt. Franz, ich würde gerne mal den Franz reinholen, weil er hat noch gar nichts sagen dürfen bis jetzt. Du hast das jetzt hier verfolgt. Ja. Du bist zurück, weiß man auch nicht so genau, warum. Ich kann diese Diskussion über diese Freiheit, Recht auf eigenen Rausch nicht mehr ertragen. Es ist wirklich eine dramatische Entwicklung, die man hier sieht. Wie meine Feldpartnerin hier erklärt hat, die Leute kommen ultra leicht an Drogen. Das ist einmal eine Geschichte. Sie maßen sich an, ein angebliches Grundrecht auf freie Selbstbestimmung auch auf ihren Rausch zu haben. Aber sie verkennen ganz klar, dass unser Grundgesetz das so überhaupt nicht vorsieht. Aus meiner Sicht sollten Drogen nicht legalisiert werden, weil aufgrund meiner Erfahrung die Legalisierung von Drogen den Staat, die Bevölkerung und den Einzelnen ins Chaos stürzen würde. Und zwar aus persönlichen, gesellschaftlichen, arbeitssicherheitsrechtlichen, verkehrsrechtlichen Gründen. Und deshalb keine Legalisierung von Drogen. Also vielleicht reden wir mal über Kriminalisierung. Wir können ja mal über die Drogenpolitik auch der letzten Jahrzehnte reden. Also wir haben ja eine Prohibition in Deutschland, was Drogen anbelangt. Die sind illegal erstmal. Die allermeisten sind illegal. Und Franz, du bist seit 40 Jahren in der Drogen auch Fahndung unterwegs gewesen. Offenbar ist ja das Konzept der Prohibition, wenn man so will, ist ja eigentlich gescheitert, weil es gibt nicht weniger Drogentote, sogar im Gegenteil, es werden mehr. Ich kann jetzt auch hier nur von Bayern sprechen. Da will man natürlich die Leute, die dann entsprechend bereit sind, sich therapeutisch behandeln zu lassen, die haben dann auch die Möglichkeit, eben die Strafe reduziert zu bekommen oder gar darauf zu verzichten, stattdessen auf Therapie zu gehen. Die Drogenpolitik ist aus meiner Sicht absolut nicht gescheitert, weil der Umgang mit dieser gesetzlichen Materie gescheitert ist, sondern weil wir, und ich muss hier tatsächlich sagen, es ist eine Sache des Föderalismus und das kann man mir glauben. Ich war in ganz Deutschland als Drogenfahnder unterwegs, während in den südlichen deutschen Ländern noch das Gesetz strenger ausgelegt wird, hat man in den anderen Bundesländern, speziell hier in Berlin, in Hamburg und so weiter, einen sehr laschen Umgang mit dem Gesetz praktiziert, ganz klar. Wenn wir heute Drogen legalisieren würden, dann mag es sein, dass wir beispielsweise, wie jetzt bei diesem angeregten Cannabis, bei dieser Cannabis-Freigabe, bestimmte Anzeigen nicht mehr haben. Ohne Frage. Aber wir müssen verschiedene andere Lebensbereiche mit neuen Reglement versehen, damit wir die Lage in den Griff kriegen. Es wird kein Land geben, in dem es keine Drogen gibt. Das wird immer so sein. Und deshalb ist es wichtig, ein Gesetz zu haben, ein Strafgesetz zu haben, das viele Leute von
der Nutzung dieser Drogen, dieser Substanzen abhält. Bevor wir gleich zu dir kommen, muss ich natürlich erstmal, da drüben sind alle aus dem Feld gelaufen. Also ich muss mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, weil wir über Kriminalisierung reden. Du sagst, solange Drogenkonsum auch eine Straftat ist, dann hat man das besser unter Kontrolle und hat Hebel in der Hand. Habe ich dich richtig verstanden? Richtig. Ihr könnt dem nicht zustimmen, offenbar. Andrea, du bist als erstes ganz weit nach hinten gelaufen. Bitte bleib noch hier in diesem Raum, wenn es geht. Warum? Naja, also wir haben jetzt hier eine ganz tolle Steilvorlage gekriegt mit Bayern. Wenn wir jetzt mal Bayern mit den anderen Bundesländern vergleichen. Bayern hat tatsächlich die restriktivste Drogenpolitik in ganz Deutschland. Das wäre der einzige Punkt, wo ich recht geben würde. So, was sehen wir in Bayern? Bayern hat die höchste Zahl der Drogentoten. Bayern hat die höchste Zahl der Menschen, die in andere Bundesländer gehen, um dort Unterstützung zu bekommen. Ich arbeite seit 10 Jahren für den Drogennotdienst. Wir haben jeden Tag Leute, die zu uns kommen und sagen, ey, ich komme aus Bayern, ich kriege da keine Unterstützung, mein Substitutionsarzt wird kriminalisiert, ich finde keine vernünftige Drogentherapie, die behandeln mich einfach alle wie Dreck. So, und dann kommen sie hierher und kriegen hier Unterstützung. Das ist einmal Punkt 1. Dann verstehe ich überhaupt nicht, wie eine Verbotskultur dafür sorgen soll, dass wir miteinander reden. Es gibt zwei Positivbeispiele, wie es gehen kann. Beispielsweise Nikotin. Rauchen war eine ganze Weile total cool, jeder hat geraucht und dann hat sich aber die Präventionspolitik ein bisschen verändert und es wurde nicht restriktiv vorgegangen, sondern man hat auf Bildung gesetzt. Man hat die Leute informiert, man hat das Image der Substanz verändert. Und was sehen wir? Wir haben so wenig RaucherInnen, gerade im jugendlichen Bereich, wie noch nie. Das Gleiche sehen wir auch gerade beim Alkohol. Alkohol verliert sein positives Image. Gab es gerade mehrere Studien dazu, dass insbesondere junge Leute das als überhaupt nicht mehr cool empfinden, Alkohol zu trinken. Warum? Sie informieren sich viel mehr. Das Image der Droge, der Substanz verändert sich. Nun sind diese beiden Beispiele natürlich gute Beispiele für in Sachen Prävention und Bildung und so weiter, aber in Sachen Kriminalisierung ja nicht unbedingt, weil du bist ja nicht kriminell, wenn du als 18-Jähriger eine Kippe rauchst zum Beispiel. Aber dann können wir mal nach Asien gucken, nach Myanmar. In Myanmar gibt es die Todesstrafe für Konsumenten. Die wird da auch durchgesetzt. Da sterben jeden Tag Menschen, weil sie konsumieren. Und die nehmen diese Kriminalisierung in Kauf und die Todesstrafe in Kauf und konsumieren trotzdem. Das heißt, härtere Strafen bringen überhaupt nichts. Anne. Also, das ist doch ein Punkt. Härtere Strafen bringen überhaupt nichts. Würde es nicht deiner Arbeit helfen? Deine Patientinnen wären nicht StraftäterInnen gleichzeitig, hätten nicht dieses Stigma gleich, mit dem sie zu dir in die Praxis kommen? Für mich haben sie kein Stigma, weil ich das gar nicht, ob jetzt derjenige, der zu mir kommt, schon irgendwie eine Strafverfolgung oder ob da ein BTM-Delikt hinten dran sitzt, das ist mir in meiner Behandlung, wie ich den Patienten sehe, völlig egal. Das muss es auch. Das muss es Patienten auch. Noch nicht. Bitte? Ja. Aber dem Patienten ist doch nicht egal. Da zerstört man ja teilweise Zukunft. Der darf vielleicht keinen Führerschein mehr haben. Der hat bestimmte Berufe. Der kann nicht Erzieher werden, wenn er irgendeinen Eintrag hat. Also das sind tatsächlich durch die Kriminalisierung werden Lebensläufe deutlich eingeschränkt. Ich meine, eine Sache nochmal wir nennen es ja Prohibition, aber zur Strafverfolgung. Also 2010, glaube ich, hat die UNO Kofi Annan schon gesagt, der Krieg gegen die Drogen ist verloren. Also das ist schon bekannt und man muss jetzt sozusagen eher dafür sorgen, den Menschen zu helfen. Ich sage mal ein Beispiel zum Föderalismus. Also in meiner Praxis sind 30% der Patienten aus Bayern, weil sie eben nicht wegen Cannabis unter Führungsaufsicht gestellt werden wollen. Die nutzen das so. Das kann man argumentieren, ja, es ist viel zu lasch. Ein Richter, ich erzähle mal eine Anekdote, hat einer Patientin gesagt, entweder sie gehen nach Hamburg oder Berlin oder ich sperre sie ein. Also so kann man natürlich sein Drogenproblem auch lösen und dann hat man den Bias, dass man sagt, bei uns ist ja alles prima, dann wandern die halt alle ab. Da, wo sie sozusagen einigermaßen menschenwürdig dann noch behandelt werden. Sophia, du hast gerade so genickt und wie stehst du zur Kriminalisierung oder Strafverfolgung? Sagst du, Thomas hat recht, eigentlich würde es den Betroffenen vor allem mehr helfen, wenn sie nicht Gefahr laufen, ins Gefängnis zu müssen oder einen schwierigen Lebenslauf zu haben? Genau, also ich müsste eigentlich... Dann müsstest du nach vorne gehen, falls du das willst. Das Feld gehen. Wow, ui, das ist so weit sogar. Nee, das reicht auch einen Schritt. Aber warum stimmst du zu? Du bist jetzt sogar 2 Schritte nach vorne gegangen. Es geht um den Menschen. Und dann noch draufzuschlagen, genau, ist nicht der richtige Ansatz. Ja. Wir brauchen einen Ansatz von Liebe und Wohlwollen und nicht von Strafe und Härte. Wie ist dir das ergangen? Du selber? Also hast du selber Strafe und Härte gespürt? Ich persönlich Härte, naja, irgendwie halt nicht.
Nee. Also ab dem Moment, wo ich mich geöffnet habe und gesagt habe, hey, ich habe ein Problem, da wurde mir sehr gut weitergeholfen. Zum Glück. Aber auch durch meine Bereitschaft. Dadurch, dass ich sagen konnte, ey, ich habe ein Problem, ich brauche jetzt Hilfe. Aber wenn du dich verstecken musst oder Angst hast, kriminell zu sein, konsumierst du dann mehr oder weniger Drogen? Ja. Als wenn du in Beziehung stehst und in Therapie und dich öffnen kannst? Das ist halt... Das ist halt die Frage, ne? Also von meiner Warte aus glaube ich nicht, dass ich das objektiv gerade beurteilen kann. Ja. Das stütze ich nicht auf Fakten. Es gibt eine wundervolle Studie, die man an Ratten gemacht hat. Es wurde eine Ratte isoliert, komplett isoliert von der Gemeinschaft. Und dafür hat sie die Möglichkeit bekommen zu essen und eine harte Droge. Ja, die Studie ja kenne ich, genau. Ja, wunderbar. Und sobald man diese Ratte wieder in ein soziales Umfeld gepackt hat, ist sie von alleine wieder geheilt. Das würde ich, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Aber ja, ich würde von mir selber sagen, dass eine schlechte Kindheit, sprich Trauma, ich kenne keinen Süchtigen, der nicht sexuell missbraucht worden ist, vernachlässigt worden ist, misshandelt worden ist. Plus die emotionale Isolation, ne? Also nicht integriert zu sein, nicht die Nähe zu bekommen, die vielleicht notwendig ist. Also diese zwei Punkte beobachte ich jeden Tag. Wie geht's euch damit? Was sind eure Erfahrungen mit Drogen? Persönlich vielleicht oder im Umfeld? Was habt ihr erlebt? Wie ist mit den Menschen umgegangen worden, die vielleicht ein Problem damit entwickelt haben? Wurde ihnen geholfen oder nicht geholfen? Was hat das Ganze mit Kriminalisierung zu tun? Habt ihr eure Erfahrungen? Da sind wir sehr gespannt. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir diskutieren einfach zusammen weiter und können ja mal darüber sprechen, was das jetzt eigentlich heißen würde, wenn wir über Legalisierung reden, ne? Also Thomas, sag doch mal, was schwebt dir vor? Das portugiesische Modell, ich glaube, da ist Drogenbesitz eher eine Ordnungswidrigkeit und eben keine Straftat. Und die Leute sollen eher nicht in den Knast, sondern ins Gesundheitssystem überführt werden, wenn sie ein Problem entwickeln. Ja. Ist das, was du willst? Nee, also das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Das ist ja sozusagen erstmal nur Entkriminalisierung in Portugal. Das heißt, es gibt weiterhin einen Schwarzmarkt, es gibt einen Dealer. Das, was man kauft, weiß man nicht, was da drin ist. Das ist gestreckt und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen Schadensbegrenzung, Schadensminimierung. Und Entkriminalisierung ist schon mal ein wesentlicher Schritt. Hat im Übrigen ja auch nicht dazu geführt, dass jetzt mehr Drogen konsumiert worden sind, obwohl man es sozusagen durfte. Das war ja nicht der Effekt. Ganz im Gegenteil. Es gab erstmal, glaube ich, einen Peak und dann ging es wieder runter. Naja, aber man hatte ja so eine verpflichtende Beratung beim Sozialarbeiter beispielsweise, wenn man das erste Mal auffällig geworden ist. Also Information, Aufklärung und so weiter. Das wäre ja sozusagen eher, Portugal ist ja eher ein Modell Entkriminalisierung. Und bei der Legalisierung, das hört sich immer so an, als ob dann alles frei wäre und so. Da bin ich natürlich auch dagegen. Also ich werde jetzt nicht dafür plädieren, Heroin bei meiner Supermarktkette ins Regal zu stellen. Das ist eine Arznei, das ist eine gefährliche Substanz, wenn man die Dosierung nicht kennt, die gehört verschrieben, also in die Hand des Arztes. Also die Legalisierung ist bezüglich Heroin in Teilen sozusagen schon erfolgt. Also ich darf sozusagen Heroin, das nennen wir dann Diamorphin, verschreiben und in einem bestimmten Bereich bestimmten Patienten unter bestimmten Voraussetzungen verabreichen, beziehungsweise die verabreichen sich das dann selber, die spritzen sich das dort. Also da gibt es das. Es gibt die Legalisierung bereits im Rahmen von Cannabis. Also Patienten kommen zu mir und sagen, Heroinabhängige, die sich wieder resozialisiert haben, die teilweise arbeiten, sagen sie, Herr Doktor, können Sie mir nicht Cannabis auf Rezept aufschreiben, weil ich nicht mehr kriminell sein möchte. Und da gibt es dann mittlerweile die Möglichkeit, das auf Rezept zu verschreiben. Bei Abhängigen zahlen die Krankenkassen nicht, aber es gibt ja viele Indikationen, wo ich das gezielt verschreiben kann. Also auch in der Schmerztherapie zum Beispiel? In der Schmerztherapie bei Patienten, die dem Tode geweiht sind, Appetitlosigkeit, aber auch bei psychischen Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörung, ADHS und so weiter. Es gibt also bestimmte Indikationen, wo das als Arznei eingesetzt werden kann. Das muss für alle Substanzen ein kontrollierter
Umgang geschaffen werden. Anne, Arznei legalisieren oder mehr Arzneimittel legalisieren? Cannabis ist in Teilen schon legal? Genau, darauf wollte ich antworten. Es ist legalisiert. Ich verschreibe es auch manchen Patienten, genau. Auch wenn ich jetzt hier auf dem gelben Feld stehe. Ja. Man wundert sich. Aber ich finde, was wir ganz klar sagen müssen, ist, die Evidenz, auf der wir das machen, die ist noch ziemlich gering für alle psychischen Erkrankungen. Und das ist mein Credo insgesamt. Wenn wir Substanzen uns angucken, sollten wir das auf eine wissenschaftliche Art und Weise tun, wenn wir uns darüber diskutieren. Mir geht es nicht um Dogma zu sagen, ich bin jetzt gegen eine Legalisierung von Opioiden, ich bin gegen eine Legalisierung von Kokain oder was auch immer, sondern wir sollten uns wissenschaftlich basiert angucken, wo ist das Gefährdungspotenzial, für wen ist es da und wie können wir das dann gestalten, dass wir die Menschen entkriminalisieren, die Stigmatisierung aufheben können und gleichzeitig aber auch es schaffen, die Gruppen zu schützen, die wir schützen müssen, weil wir dürfen auf der anderen Seite auch nicht die außen vor lassen, die ungewollt dann irgendwie abhängig geworden sind. Also wir müssen da sehr viel drum denken. Wir müssen dann auch Prävention denken, wenn wir solche Dinge tun. Aber ich kann mir mal dieses Detail ganz kurz an Franz weiterspiegeln, der da hinten in seiner Ecke noch steht. Evidenzbasierte medizinische Anwendung von heutigen illegalen Drogen. Könntest du damit gehen? Mit einer Legalisierung in Form von therapeutischer Abgabe könnte ich leben. Wir brauchen dann natürlich auch wieder mehr Kontrolle, leider wieder mehr rechtliche Geschichten. Dann können wir diesen Bereich sicher entkriminalisieren oder als Ordnungswidrigkeit machen. Aber letztendlich kommen wir da nicht weiter. Wir entkriminalisieren nicht total. Roman, bevor du jetzt wieder gleich nach hinten rennst, immer wenn Franz redet, geht Roman nach hinten. Komisch. Aber bitte, ja. lass uns jetzt bitte nicht bei den Details uns aufhalten, sondern bei der Frage, wie könnte eine Legalisierung aussehen? Ja, es gibt für jeden Scheiß in Deutschland einen Führerschein. Ja. Mhm. Für jeden Scheiß, für einen Hund, für ein Fahrrad, für ein Auto, da macht es auch Sinn. Übrigens sind Drogen gar nicht so weit weg oder der Gebrauch von Drogen gar nicht so weit weg wie der Gebrauch mit dem Auto. Ich kann mit dem Auto super viel Spaß haben. Ich kann damit fahren, kann schnell fahren, kann langsam fahren. Ich kann mich aber auch zu Tode fahren, wenn ich keine Ahnung davon habe. Und im Prinzip ist es genau das Gleiche bei Substanzen. Wenn ich weiß, was ich da tue, wenn ich Safer Use umsetze, wenn ich Harm Reduction einhalte, dann kann mir relativ wenig passieren, wenn ich im Voraus mich informiere. Das ist das Problem. Die allermeisten Menschen tun das nicht. Und wir haben viel zu wenig Bildung in diesem Bereich. Und zwar Bildung, die schon früh anfängt. Und die nicht so aussieht, dass ein Polizist in eine Klasse kommt und das Strafgesetzbuch runterbetet. Ja. Aber das heißt, du plädierst für einen Drogenführerschein? Ich plädiere für einen Drogenführerschein und für Fachgeschäfte. Am besten sogar für Fachgeschäfte, die speziell auf Substanzgruppen nochmal spezialisiert sind. Das gehört in Fachgeschäfte plus Führerschein oder Kompetenznachweis. Also Kompetenznachweis, mehr Bildung ist damit eingeschlossen. Das heißt, jeder, der konsumieren will, muss nachweisen können, ich habe mich damit auseinandergesetzt vorher. Und dann hat man aber auch die Möglichkeit, das frei zu erstehen. Das habe ich richtig verstanden. Ab einem gewissen Alter, selbstverständlich. Klar, die Einschränkung wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Anne, das klingt doch irgendwie plausibel, oder nicht? Ja, also das klingt sehr plausibel. Ich wollte nur einmal noch einhaken. Also das ist ein bisschen das skandinavische Modell vom Alkoholverkauf, das jetzt skizziert wurde. Das finde ich übrigens auch ein sehr sinnvolles. Ich wollte noch einen Punkt kurz einhaken. Das ist zwar nur eine Anekdote, aber wir wissen bei Cannabis eben, auch nicht beim Einzelnen. Ich hatte einen Patienten im Notdienst, das ist schon viele, viele Jahre her, aber der ist so eindrücklich für mich gewesen, war 40 Jahre, hat mit 40 zum Geburtstag von seinen Freunden den ersten Joint gekriegt. Den hat er geraucht, ist knallpsychotisch geworden, war 2 Tage durch Mannheim geirrt, dann in der Notaufnahme aufgeschlagen und dann zu uns in die psychiatrische Klinik gebracht worden. Solche Geschichten gibt's halt auch. Das ist jetzt dann absolut, der mündige Konsument muss aufgeklärt werden. Also ich finde, das ist wichtig, dass wir in der Prävention trotzdem auch über Gefahren sprechen. Darf ich ganz kurz? Ja. Das ist ja so ähnlich wie beim Führerschein. Da könnte man auch sich zum ersten Mal ins Auto setzen und aus Versehen gegen eine Wand fahren. Genau, könnte passieren. Aber darüber muss ich genauso aufklären. Man muss es wissen vorher. Bitte. Ja, vor allen Dingen, aber wir wissen nicht, was für Cannabis der hatte. Genau. Wir haben mittlerweile Substanzen, die aussehen wie Cannabis, weil wir CBD-Blüten haben, die besprüht werden mit synthetischen Cannabinoiden, die ja in Wirklichkeit gar keine Cannabinoide sind. Aber die sind legal. Bitte? Die synthetischen Cannabinoide sind legal. Doch gar nicht. Aber das ist eine Auswirkung der Politik. Ja. Die Scheiße ist doch nur auf den Markt gekommen, weil wir uns nicht um die Leute kümmern.
Ja, absolut. Also da, ich könnte jetzt noch einen Schritt nach vorne gehen, aber da ist das Feld zu Ende. Absolut, ich sehe das genauso. Ich glaube, da sind wir gar nicht weit voneinander entfernt. Wir kümmern uns nicht um die Leute, wir kümmern uns nicht um die Bedürfnisse. Gleichzeitig würde ich auch sagen, wenn wir ein legales Cannabis haben, was wir spezifisch zusammensetzen, werden wir weiterhin irgendwo einen Schwarzmarkt haben, von Menschen, die das anders konsumieren würden. Ja? Das ist doch ein interessanter Punkt. Du hast gesagt, den Schwarzmarkt wird es so oder so wahrscheinlich immer geben. Da hast du auch zugestimmt, habt ihr alle zugestimmt. Das wird so sein. Mit Drogen kann man viel Geld verdienen. Das heißt, es wird immer schwarze Schafe geben, die damit auch irgendwie noch einen Reibach machen wollen. Aber euer Argument ist ja auch, den großen Teil des Schwarzmarktes, genau, die großen kriminellen Strukturen könnte man durch eine Legalisierung austrocknen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Auf jeden Fall. Franz, das ist doch ein überzeugendes Argument. Ist für mich kein überzeugendes Argument, aus einem ganz einfachen Grund. Das wird immer einen Markt geben. Weil erstens einmal, wenn wir in Deutschland legalisieren, gibt es in den anderen Ländern entsprechende Märkte. Und ein Drogensüchtiger oder jemand, der organisierten Kriminalität zugehörig ist, der wird immer versuchen, Möglichkeiten zu finden, um auch mit Drogen und so weiter Geld zu machen. Man möge nur ein ganz anderes Thema nehmen. Was ist denn das für eine abwertende Sprache? Der Zigarettenschmuggel war bis vor wenigen Jahren in Deutschland ein Riesenproblem. Zigaretten kann jeder überall kaufen. Bei aller Gefahr hin und her kann er kaufen. Und dennoch gab es in der organisierten Kriminalität eine ganze Sparte, die sich nur mit der Herstellung von Falsifikaten, mit dem Schmuggel, mit Diebstählen, mit Raubüberfällen von Zigaretten beschäftigt. Und wer hat es gekauft? Leute, arme Menschen. Also die Drogenmafia sagt, er würde damit nicht bekämpft werden können. Andrea schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Nee, also was ich hier jetzt die letzten 10 Minuten gehört habe, ist einfach nur, ich will Kontrolle, 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 Kontrolle. Wenn wir Kontrolle über Substanzgebrauch haben wollen oder Substanzgebrauchsstörungen, dann bedeutet das, dass wir Drogen reguliert abgeben, weil dann bekommen wir nämlich die Kontrolle. Dann haben wir die Kontrolle, was in den Substanzen drin ist. Dann haben wir beispielsweise die Kontrolle, ein Cannabis zu produzieren, was einen höheren CBD-Gehalt hat, und damit sinken auch wiederum die Risiken, eine Psychose zu bekommen. Und letztendlich, wenn wir wirklich Fachgeschäfte haben, dann bin ich absolut bei Roman. In diesen Fachgeschäften können wir die Leute auf Augenhöhe evidenzbasiert informieren. Sie können für sich eine autonome Entscheidung treffen, ob sie jetzt Drogen gebrauchen wollen oder nicht. Eine Verbotskultur führt immer dazu, dass sich Leute ins Dunkle bewegen und dort noch riskanter konsumieren. Und wir sehen in den Regionen in Deutschland, wo dieses Gesetz besonders streng ausgelegt wird, dass mehr Jugendliche ins Krankenhaus kommen mit Alkoholvergiftung oder synthetischen Cannabinoiden, dass mehr erwachsene Menschen an Heroingebrauch beispielsweise sterben, dass mehr Menschen im Knast sind, die eigentlich eine therapeutische Unterstützung bräuchten, und dass noch weniger Menschen überhaupt über die Problematik sprechen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ich würde gerne mal ganz kurz Sophia wieder mit reinholen. Du hast gerade so genickt. Andrea sprach und du sagst, ja. Ja, das heißt, du stimmst ihr grundsätzlich zu. Ja, schon. Es geht ja um den Menschen. Genau. So. Ich glaube, dass im Menschen verankert ist, sich zu berauschen. Ja. Schon das glaube ich. Beginn der Menschheit. Also ja, das glaube ich schon. Und da noch weiter drauf zu schlagen und nicht mit Liebe dran zu gehen, ist die falsche Angehensweise. Ja. Aber das heißt, wir haben ja gerade den Vorschlag im Raum. Also Fachgeschäfte mit Fachpersonal, mit Menschen, die auch vielleicht, du sagst, Nachweis erbringen sollen, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, dass sie eine gewisse Vorbildung damit haben. Was sagst du dazu? Also wir müssten ja dann theoretisch für mich von meiner Warte aus, mit meiner Geschichte und Erfahrung und so, müssten wir vorher ausschließen, dass eine Sucht, benutze bewusst das Wort Sucht. Suche. Es ist ein Wort, was seit 1954 nicht mehr verwendet wird im wissenschaftlichen Kontext. Dass der Mensch damit keinen Schaden an sich anrichtet. Und andererseits, hätte man mir gesagt, dass das alles gefährlich ist, dann wäre ich trotzdem reingegangen. Genau. Ich habe es trotzdem genommen. Genau so. Das. Und guck mal, das ist es doch. Wir reden hier die ganze Zeit nur über erkrankte Persönlichkeiten, ne, die wirklich Unterstützung brauchen. Ich kenne ziemlich viele davon. Genau, aber Ich kenne ziemlich viele, die gestorben sind. Du kennst ganz viele, du kennst aber nicht all die hunderttausenden Menschen, die Drogen im Freizeitkontext gebrauchen und überhaupt kein Problem bekommen. Und darüber sollten wir halt auch sprechen. Bei den erkrankten Personen bin ich vollkommen bei dir. Da müssen wir irgendwie anders mit umgehen. Wir können es aber tatsächlich nicht verhindern, dass eine Problematik entwickeln, wenn wir dieses System beibehalten. Du sagst, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz hunderttausende Menschen, die welche Mittel auch immer konsumieren und damit
erstmal keine Probleme haben. Was ist mit denen? Wichtige Frage. Aber jetzt gehen wir vom Beispiel Sophia aus. Wäre denn diese Legalisierung, die Öffnung, auch Fachgeschäfte, wären das dann nicht für vulnerable Gruppen vielleicht sogar ein Einfallstor, eben doch ein problematisches? Nicht. Warum nicht? Wir haben viel früheren Zugang. Wenn wir einen offeneren Umgang haben, dann wird eine erkrankte Person oder eine belastete Person viel früher in Kontakt haben zum Hilfesystem. Wenn wir den Umgang in den Fachgeschäften so machen, dass man beispielsweise ein Beratungsgespräch bekommt oder regelmäßig auch sich noch mal vorstellen muss, in Anführungsstrichen, oder auch angeleitet wird, seinen Substanzgebrauch zu reflektieren, verstehe ich nicht, was daran falsch sein soll. Und wir haben tatsächlich Evidenz dafür. Es gibt ja Drug-Checking-Projekte, Gesundheit, in mehreren unterschiedlichen Ländern, Österreich, Schweiz, die lachen sich kaputt über uns. Die haben das seit Jahrzehnten. So, und da kannst du als junger Mensch, bevor du feiern gehst, mit deiner Ecstasy-Pille hingehen, kannst sie testen lassen, damit du weißt, wie viel MDMA da beispielsweise drin ist, damit du dich nicht überdosierst und für dich das entscheiden kannst. Und du kriegst ein Beratungsgespräch auf die Backe gedrückt. Du verstehst nicht, was daran falsch sein soll. Verstehst du es? Ich finde, da sind viele gute Ansätze dabei, aber wir müssen uns bewusst sein darüber. Ich bin auch so ein bisschen geneigt, ob ich jetzt darüber gehen soll oder nicht, aber ich muss auch so ein bisschen da mit mir hadern. Also einfach hier ins Feld gehen. Vielleicht gehe ich hier ins Feld, ja. Der Punkt, den wir uns dann, das ist ein kompletter Dogmenwechsel, der wahnsinnig viel Geld kosten wird. Wenn wir das richtig durchziehen wollen, dann müssen wir... Kohle kriegen wir aus den Fachgeschäften. Und es soll nicht von heute auf morgen passieren. Ja, also wenn man einfach einen Schalter umlegt, ist ja klar, dass seine Horrorszenarien eintreffen. Ja, aber ich glaube, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, dass das eine komplett andere Sichtweise ist und damit halt dann auch extremst viel Aufwand beinhaltet. Ja? Also wenn ich das machen möchte, die Ecstasy-Pille vom Club checken lassen, dann müsste ich in einer Stadt jeden Club quasi abdecken. Weil sonst geht ja, aber ein Tag Modelle. Im Knast, 100 Euro, eine Gerichtsverhandlung mit allen möglichen Beisitzern, Gutachten und so, weil, keine Ahnung, einer eine Angel aus dem Keller geklaut hat, um sich Drogen zu beschaffen, war ich mal dabei. Ein paar tausend Euro, also da sparen wir haufenweise Geld, wenn entkriminalisiert wird. Schon, das kann man eher dafür einsetzen. Und ich glaube auch, der Paradigmenwechsel, der liegt ja in der Luft, auch der neue Bundesdrogenbeauftragte, der wird den ja voranbringen und das, also... Der hat sich als Motto ausgesucht, Hilfe und Schutz statt Kriminalisierung. Ja, genau. Das ist ja auch richtig. Also wir kriegen da keine Kontrolle drüber, sozusagen über Verbote, sondern wir müssen uns den Menschen dazu wenden und wie gesagt, nicht alle kriminalisieren, die das auch gelegentlich verwenden und frühzeitig diejenigen, denen helfen, die dann ein Problem bekommen, die vielleicht erst über die Substanz gewahr werden, dass sie ein Problem haben. Und dann kam der nächste Stichwort Alkohol. Da gibt es jetzt natürlich auch viele, die sagen, ja, Moment mal, wir haben ja mit der legalen Droge Alkohol riesige Probleme, auch in diesem Land. Thomas, antworte mal darauf. Also ich stelle mir vor, der eine oder die andere Zuschauerin wird jetzt gerade da sitzen und sagen, das mit Alkohol klappt doch eh schon nicht. Hm. Und jetzt willst du noch Kokain legalisieren. Kokain würde ich jetzt nicht in dieser Form, aber... Ja. Also das Argument, das setzt ja voraus, dass es ja davon ausgeht, dass durch die Legalisierung es zunimmt. Mhm. Das ist ja schon mal nicht evident. Also das hat man ja gesehen, das wird nicht passieren. Das heißt, der Zustand bleibt im Prinzip, was die Anzahl der Konsumenten geht, genauso wie jetzt. Klar kümmern wir uns jetzt zu wenig um die oder es gibt zu wenig Ressourcen, aber das ist jetzt kein Argument für oder gegen eine Legalisierung. Also die Zahl bleibt ja gleich. Also was du sagen willst, die verfehlte Alkoholpolitik muss man ja bei den anderen Drogen nicht wieder verfehlt ansetzen? Genau. Habe ich richtig verstanden? Ja. Franz, du hast dich gerade gemeldet. Ja, ich habe eine Frage, genau zu deiner Frage. Erzähl mal. Wir haben im Moment statistisch, wenn es stimmt, etwa 6,7 Millionen Menschen, die risikoreichen Alkoholkonsum betreiben. Mhm. Die Zahl seht ihr auch so? Ja. Ich glaube, wir träumen hier immer. Der Staat wird sich nicht von unseren Diskussionen, ob grün oder gelb, beirren lassen. Er hat eine Kontrollaufgabe und die wird er wahrnehmen. Und wenn wir diese Läden hätten, bin ich überzeugt, dass innerhalb kürzester Zeit
so viel Kontrollmechanismen müssen beschlossen werden würden, dass es uns auch wieder nicht gefallen kann. Definitiv nicht. Wir haben noch total die Kontrolle verloren. Wir haben noch andere Möglichkeiten. Eins nach dem anderen. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Wir haben es nicht verstanden. Es wurde ja gerade gesagt, wir müssen ja irgendwie ein bisschen Kontrolle behalten, aber die haben wir ja noch nie gehabt. Das ist ja eine totale Illusion. Es geht darum, dass wir überhaupt erstmal lernen, wie wir uns informieren bezüglich Substanzgebrauch. Das haben wir alles verlernt, weil der Staat uns kontrolliert, weil der Staat uns vorgibt, das wird bestraft, das ist im Strafgesetzbuch und dadurch ist es verboten und soll nicht sein. Und wir sind alles erwachsene Menschen. Ich sehe das auch bei den Partydrogenkonsumentinnen, wie informiert die heutzutage sind, wie differenziert entschieden wird, ob ich heute am Samstag feiern gehe und ein 270 Milligramm-Teil mir reinpfeife. Und die lesen vorher ganz genau nach und treffen eine vernünftige Entscheidung. Und die treffen meiner Meinung nach vernünftigere Entscheidungen als beispielsweise unsere Elterngeneration, die sich das ganze Wochenende lang die Hucke vollsäuft. Also, auch das ist natürlich jetzt anekdotisch, ne? Genau. Meint ihr so wahrscheinlich? Ich könnte tatsächlich Zahlen liefern. Ich dachte, über den Aufklärungszustand aller Rauschmittel konsumierenden Menschen werden wir wahrscheinlich keine Statistik finden. Nee, aber... Darum geht's mir. Ja, aber ja. Gut. Aber Entschuldigung, jetzt holen wir noch schnell Anne rein, weil Anne läuft auch immer weiter hier. Das finde ich gut, ja? Du bist viel in Bewegung. Ja, ich bin viel in Bewegung, ja. Ich habe ja auch ganz am Anfang mir überlegt, ob ich mich da oder da hinstellen sollte. Aber wir sind jetzt ja ganz weg von dieser Anfangsfrage. Jede Droge... pauschal legalisieren. Und ich glaube, deswegen bin ich von da hinten nach da vorne gelaufen, weil es ja wirklich darum geht, sich zu überlegen, welche Gefährdungsaspekte sind dabei. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt in dieser Debatte den Alkohol mal wieder auf die gleiche Stufe gestellt haben. Weil das ist nämlich, wir verharmlosen in dieser Gesellschaft ganz arg den Alkohol. Und da ist es mehr ein Wollen, nicht ein Können, sondern wir wollen. Die Gesellschaft will sich nicht anders mit dem Alkohol auseinandersetzen, weil ganz viele gesellschaftliche Dinge, Rituale, die sich gebildet haben, die müsste man alles hinterfragen. Ja, der Sektempfang nach irgendwas, was gut gelaufen ist. Oktoberfest. Ja. Das Oktoberfest. Stellt man sich das mal mit Dinge, Drogen ja. vor. Ey. Das ist das größte ja. Drogenfest der Welt. Ja. Also, ja. Ja, aber diese Dinge müssen, und deswegen finde ich, wenn wir das diskutieren, sollten wir das eigentlich mit dem Alkohol, Alkohol ist auch eine Droge und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob wir nicht vielleicht lieber das Cannabis freier verkäuflich machen als den Alkohol. Genau. Weil Cannabis ist weniger gefährlich für die Menschen. Wie seht ihr das momentan nach dem Verlauf der Diskussion? Habt ihr eure Meinung inzwischen ein bisschen geschärft? Habt ihr sie vielleicht ganz über den Haufen geworfen? Würdet ihr euch immer noch auf Grün oder Gelb positionieren? Wie findet ihr die Vorstellung, dass der Staat noch mehr Drogen vielleicht nicht produziert, aber lizenziert und es vielleicht Fachgeschäfte gibt, einen Drogenführerschein? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt frage ich Thomas, damit wir jetzt mal so Richtung Ende gehend so ein bisschen noch konkretere Vorschläge haben. Was würdest du denn als ersten Schritt machen? Was wäre das Erste, wenn du der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, der heißt nicht mehr so, der heißt jetzt Beauftragter für Drogen- und Suchtfragen, glaube ich, wärst. Was würdest du als Erstes machen? Würdest du als Erstes LSD-Shops eröffnen oder was würdest du tun? Ich glaube, als Erstes würde ich irgendwie es versuchen, die Drogen zu entkriminalisieren. Das sehen wir ja hier in unserer Runde. Ich glaube, das ist Konsens, bis auf den Kollegen dort, dass wir mit Repression eigentlich nicht Menschen in eine gewünschte Richtung bringen können oder irgendwas sie davon abhalten können, irgendwas zu tun. Ich glaube, das wäre sozusagen der erste Schritt, den ich gehen würde. Und dann würde ich mir die einzelnen Substanzen angucken. Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen, wie man die jetzt legalisiert. Aus meinem Bereich kann ich sagen, es gibt sowas wie Substitution, ärztliche Verschreibung. Beim Cannabis setze ich drauf, dass das geben wird. Und dann haben wir eigentlich auch einen Paradigmenwechsel. Also weg von, ich kann das irgendwie regulieren, kontrollieren durch Repression hin zu, wir nehmen die Leute ernst. Und wenn jemand dann ein Problem bekommt, das ist ja nur ein kleiner Teil, der dann ein Problem bekommen kann, dann sorgen wir uns um den, aber wir stecken ihn nicht ins Gefängnis. Glaubst du, Andrea, wir haben gerade vom Paradigmenwechsel gesprochen und die Cannabispolitik ist ja schon ein bisschen Paradigmenwechsel, den wir gerade erleben. Glaubst du für alle Feierfreunde da draußen, dass sie irgendwann sich legal an einem Shop vorm Feiern gehen eine Pille kaufen können? Ich hoffe, dass das mal so sein wird, definitiv.
Ja. Und das hältst du auch für eine gute Entwicklung, wenn das okay ist? Ich halte das für eine gute Entwicklung, weil das tatsächlich dann das bedeuten würde, was du gerade gesagt hast, ne? Dass wir einen Punkt erreichen, wo Menschen für sich selber eine mündige Entscheidung treffen auf der Grundlage von Evidenz. So, nicht auf der Grundlage von irgendwelchen subjektiven Ideologien. Da sind sich auch alle. Ich will noch ein letztes Mal den Franz dazu holen. Du bist jetzt inzwischen auch so leicht nach vorne gelaufen. An welchem Punkt eigentlich habe ich das übersehen? Ein winziges Ding. Es hat sich an meiner Hinterecke-Einstellung nichts geändert. Ja, aber bis du bist auf eine winzige Kleinigkeit. Da bin ich vollkommen d'accord mit meiner Kontrahentin aus dem grünen Feld, weil ich das bei meiner Arbeit in der Industrie ständig erlebe. Unabhängig davon, ob Entkriminalisierung oder Legalisierung überhaupt, die Menschen draußen, egal ob im Arbeitsbereich, in den Schulen, wo auch immer, sind miserabel aufgeklärt. Und deshalb bitte ich nach vorne, weil ich ihr hier recht gebe. Mhm. Die müssen einfach mehr wissen. Und dann haben sie auch mehr Möglichkeiten, wirklich zu entscheiden, welche Konsequenzen es hat. Egal, ob das jetzt eine Ordnungswidrigkeit ist, eine Straftat oder ob es legal ist. Insofern ist das für mich in Ordnung, einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir gehen ganz zum Schluss in eine sogenannte Kompromissrunde rein und versuchen jetzt mal teamweise Vorschläge zu finden, wie man die Gegenseite noch näher an sich ranziehen kann. Das bedeutet auch, wie könntet ihr zum Beispiel Franz näher an euch bringen? Ich fange mal an. Mein Vorschlag ist, wir werten die Drogenpolitik auf in Deutschland und zwar generell. Ähnlich wie bei Corona installieren wir so eine Art Expertenrat. Könnt gerne ihr sechs drin sitzen. Auf jeden Fall eben nicht nur PolitikerInnen und Beamte, die über irgendwelche Sachen entscheiden, sondern Menschen aus der Praxis, Menschen, die Erfahrungen ganz persönlich gemacht haben, die zum Beispiel den Drogenbeauftragten der Bundesregierung beraten. Ihr kriegt dafür auch ein kleines Salär und wärt dann quasi ein Expertenrat-Team, das die neue Drogenpolitik mitgestaltet. Wenn ihr sagt, gute Idee, gehe ich einen Schritt auf den Jo zu. Die wird nicht klappen, die habe ich schon probiert. Aber du findest die Idee auch gar nicht so schlecht. Ist völlig in Ordnung. So, also, da fängt es jetzt nochmal an. Das Gruppe mit reinholen, das sind die Angehörigen, denn über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Absolut. Absolut. Nicht nur der Betroffene selbst, sondern auch die Angehörigen im Sinne eines Dialogs müssten dann auch noch mit. Absolut wichtiger Punkt. So, jetzt habt ihr so 2-3 Minuten Zeit. Merkt euch bitte eure Position, wo ihr jetzt steht. Jetzt könnt ihr eure Köpfe zusammenstecken. Corona-konform und vielleicht einen Vorschlag entwickeln, wie ihr die anderen noch näher an euch bringt. So, natürlich auch die Frage an euch. Hier debattieren gerade die beiden Gruppen untereinander, was ein adäquater Kompromissvorschlag wäre. Also gibt es irgendwo eine Linie, die ihr vielleicht kennt, wie diese beiden Positionen näher zusammenkommen? Am Ende muss man irgendeine Entscheidung treffen. Was wäre euer Vorschlag? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gut, wollt ihr anfangen? Habt ihr einen Vorschlag, wie ihr die Grünen noch weiter zu euch ziehen könnt? Entstigmatisierung. Ja. Auf die Art und Weise, dass wir uns die Menschen anschauen. Was sind das für Menschen, die konsumieren? Und nicht jeder Konsument entspricht diesem Bild, was wir haben. Ja? Wir müssen Drogenkonsum entstigmatisieren, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen können. Ja. So ist es. Sehr gut. Ja. Habt ihr einen Vorschlag für die Seite? Unser Kompromissvorschlag wäre, wo es doch jetzt so eine breite Bewegung gibt, die jetzt diesen Paradigmenwechsel offensichtlich einläutet. Wärst du bereit, wenn sich eine demokratische Mehrheit dafür entscheidet, das andere System zu versuchen, also weg hin von Repression und Kontrolle hin zu Zuwendung und Prävention und Therapie, dann einfach dabei zu sein und zu schauen, ob das nicht vielleicht auch ein Weg ist? Grundsätzlich ja, aber wenn eine demokratische Entscheidung gefällt wird, ob die mir dann passt oder nicht, wenn die Mehrheit es so will, soll sie es haben. Sie muss dann aber auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und das ist bei uns im Land sehr oft nicht der Fall. Okay, also er beugt sich einer demokratischen Entscheidung als überzeugter Demokrat. Richtig? Richtig verstanden. Ja. Fair enough. Was ich noch mal mitgeben möchte, ist, wenn ihr ein Problem habt, dann sucht euch Hilfe. Nehmt Kontakt auf. Es gibt ganz viele Hilfemöglichkeiten und es ist das Schlechteste, wenn ihr zu Hause sitzt und keine an euch ranlasst. Es ist eine Problematik, die jeden treffen kann und sucht euch die Hilfe, wenn ihr sie braucht. Vielleicht kann ich da noch mal kurz anschließen, einen Satz, der mir wichtig ist. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Ja. Auch online gibt es Prävention, die super niederschwellig ist. Wo man auch einfach zuhören kann, ohne sein Gesicht zeigen zu müssen. Hauptsache ist, man sucht sich genau die Hilfe, die man gerade braucht. Herzlichen Dank, dass ihr heute geredet habt mit uns. Das waren 13 Fragen. Danke.
Meine Vermutung, legales Heroin, dafür wird es erstmal keine gesellschaftliche Mehrheit geben. Andererseits, Stichwort Cannabis, wir haben gesehen, es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Die deutsche Drogenpolitik gehört generell auf den Prüfstand. Das allein sind wir schon den zigtausenden Drogentoten und Suchtkranken in diesem Land schuldig. Und ich persönlich wäre sehr froh, diese Runde würde zukünftig die deutsche Bundesregierung beraten in Sachen Drogenpolitik. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, wir sind auf einem neuen Kanal, der heißt Unbubble. Den könnt ihr hier abonnieren, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Hier oben findet ihr eine weitere Folge, 13 Fragen, und hier ein weiteres Video zum Thema.